Hey, ihr wisst doch, wie das ist, Leute. Und leider diese Toilettenpapier wird mitgenommen. Ich hoffe, alles so. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab. Was geht ab, meine Freunde? Ey, yo, wunderschönen guten Morgen. Ich werde jetzt aufstehen, ein bisschen Zähne putzen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Heute geht's ab nach Venlo. Ganz locker mit Frau Spätschicht. Ein bisschen bei Venlo abchecken, gucken, was da geht. Essen, trinken, zwei Brüder von Venlo, zwei Brüder des Jobcenters abchecken. Hey, oh, hey, Bubis, wir nehmen euch heute mit. Ein bisschen Spaß haben. Hey, hey, wow. Hey, oh, meine Freunde, was sagt ihr zum Outfit? Auf locker, Adidas Jacke, Kapuzenpulli, Dieselshirt, die. Hey, oh, heute auf locker. Gänse doch. Gucken, was da abgeht. Vielleicht findet man da ja was, ne? Ey, oh, ganz normal kennt ihr doch. Rekschie, Erdnussbutter mit Quark. Bisschen Brot, Eiweißbrot. Ihr wisst doch, als Bürgergeldempfänger kann man sich doch nichts leisten, Alter. Kleines Frühstück und dann ab nach Venema. Natürlich nicht zu vergessen, die Heizung ist immer auf 5, meine Brüder und Schwestern. Ihr wisst doch, Deutschland bezahlt Miete und Betriebskosten. Deswegen gibt keine Heizung in der Wohnung, die nicht auf 5 ist. Yeah. Hey, was geht ab? Oder komplett abgefuckt, ja. Was war denn? komm her. Das Problem ist, ich habe diesen Pulli mitgenommen und ich dachte mir, es ist warm. Oder ich dachte, es ist kalt. Oder lässt es nicht kalt. Oder ein flotteres T-Shirt. Runter. Hab gerade Rudler, ich glaube, ich verstecke diesen Pulli irgendwo. Was sagst du? Soll ich verstecken? du hast deine Jacke ausgezogen. Ist hier kalt? Rudler, ich weiß nicht. Ich glaube, immer ein bisschen windig, ja. Also, einen Moment. Wir haben 10 Uhr in Deutschland. Was willst du dazu sagen? Ja, die meisten sind gerade arbeiten. Ja. Und wohin fahren wir denn? Ab nach Venlo. Sneaker aus Marokko. Nein, Mann, die sind von Nike. Frische Hose an, ne? Ja, ne? Die ist gebügelt, aber mein Mantel ist nicht gebügelt. Katastrophe, aber ist nicht schlimm, fällt nicht auf. Okay. Ja, das Gesicht müsst ihr euch irgendwie ausdenken. Ach ja, stimmt, genau. Hab ich vergessen. Meine Tasche ist voll, da sind Pflastersteine drin. Weil, wenn du einen fetten Marokkaner hast, musst du einem auf jeden Fall Dings bunkern, essen. Capri-Sonne, Wasser. Sag mal, hol mal die Capri-Sonne raus. Aber nur eine, die teilen wir uns, weil Zucker sparen und so. Letztes Mal, wo wir in Venlo waren, hatte ich ja was ausgegeben, essenstechnisch. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir richtig geile Burger gegessen mit dieser typischen holländischen Wurst mit Zwiebel und Yuppie-Soße. Uff. So Frikandel-Dinger meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte einfach nur fragen, ob ich meine Einkaufstüte in deinen Rucksack packen kann, damit meine Handtasche ein bisschen leerer ist. Tüte haben wir auch dabei, weil sich so aus, als würde ich Tüte bezahlen beim Einkaufen. Guck mal, was für ein Rucksack er hat, bitte. Falle. Atombombe. Was ist das? Sei mal ehrlich. Ja, hol mal raus. Guck mal, was da so alles drin ist. Also Kapuzenpulli, warum? Keine Ahnung, Allah. Gehst du campen? Oder gehst du shoppen? Wasser, weil er dachte, er verdurstet. Eine Flasche reicht ja nicht. 1,50 Euro Herzschmerz. Du bist heute bezahlen. Oh, hello. Niemals. Also, geht heute Essen auf dich. Urra. Ich weiß gar nicht, wie ich mich freue, weil ich muss heute nicht kochen. Hello. Was geht ab? Wo sind wir? Hä? Wo sind wir? Jetzt im Venlo angekommen. Wetter ist echt eisig. Ja, es ist ja auf jeden Fall ein bisschen frisch. Millionen Fahrräder. Wow, ich schon mein Onkel eins mitnehmen, Wallah. Auf jeden Fall Millionen Fahrräder. Nicht so wie in Deutschland. Die Leute sind hier nicht faul. Ich finde immer diese Citybikes richtig geil, dieses Weiße hier vorne. Oh, ich will hier ein Foto über dem Zebrastreifen.
Ich hab mies Hunger, richtig Hunger. Ich hab auch Hunger. Also ich brauche jetzt erstmal ein Käffchen und irgendwas zum Snacken. Hier in Venlo, meine Freunde, auf der Seite haben wir Randstadt. Hier, da können sich ja der ein oder andere ja bewerben für den Mindestlohn. Komm mal weiter, komm mal mit. Auf jeden Fall. Hä? Rede doch. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist für die Leute, die Live-Firmen suchen. Könnt euch gerne hier bei Randstadt bewerben. Arbeitet gerne für den Mindestlohn. Geht schuften alle. Yeah. Donnerstagvormittag. Wir haben 12:04 Uhr. Und wir sind jetzt angekommen. Oh, ich brauche einen Kaffee, Leute. Ich brauche einen Kaffee. Ich bin ein Kaffee-Junkie. Ja, schön sportlich. Yeah. Ich brauche einen Kaffee. Und ich bin der Herr Jobcenter, der King. Der sitzt schon sonst hier auf meinem Thron. Geht alle für mich schuften. Zeig. Passt? Ja. Wird auf jeden Fall jetzt eine pommeshaftige Einheit, meine Freunde. 5 Euro so eine Pommes. Bleibt nicht mehr viel vom Bürgergeld, oder? Was sagst du? Was? Bleibt nicht mehr viel vom Bürgergeld, oder? Klar. Wir sind gerade hier bei Koala Pommes. Ich muss sagen, die Pommes ist okay. Koala Express. Bluff Express. Ich muss sagen, Pommes ist okay. Wir hatten letztes Mal eine bessere Pommes. Die geiern rum wegen Soße. Ne? Na, geht eigentlich. Zeig mal, wie viel da drin ist. Guck mal, meins. Ja, stand. Das ist immer der Vorteil, wenn man mit jemandem zusammen essen geht. Schnell essen, mach mal auf, zeig mal da rein. Ey, yo, ey, lass mal was übrig. Wie fandest du das Essen? Koala Express war Chara Express. Ich fand, die Pommes waren nicht gut. Also 3,70 Euro hat die Pommes gekostet mit 1,20 Euro Soße, was ich ja sehr frech finde, 1,20 Euro für Soße. Mhm. Also insgesamt sind wir bei 4,90 Euro, sagen wir mal 5 Euro pro Portion. Ja. Wir haben letztes Mal hier gegessen, hier bei diesem Stand haben wir letztes Mal gegessen. Da war die Pommes auf jeden Fall viel, viel leckerer, knackiger und dicker. Also mein... Die waren nicht... 2 Stunden später. Also mein Fazit von 1 bis 10. Ja, wir hatten halt jetzt ganze Zeit keine Lust zu suchen. Eine gute 6,5, 7, oder? Ja, eine gute 6-7. Eine gute, ne? 6-7. Was geht ab, Leute? Wir sind hier gerade irgendwo. Wohin gehen wir? Action, wir gehen nach Action. Wir gehen hier nach Action, weil Action kommt ja ursprünglich aus Holland. Und ich will mal sehen, ob die hier andere Sachen haben als wir bei uns. Und ich bin sowieso ein actionsüchtiger Mensch. Was soll, ob wir das auch haben? Jetzt sind wir schon in Venlo und die Frau ist trotzdem auf Action, bei Action. Ja, ich wollte nur gucken, ob die vielleicht irgendwas anderes haben, weil das kommt ja alles, aber die haben ja wirklich alles gleich und das macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt von ihr was kaufe bis zu uns schleppe, weil wir haben ja auch Action überall. Aber typisch Frau, ne? Ja, also wenn wir mit dem Auto da wären, hätte ich den Auto voll gemacht. Da gab es so richtig geile... Wow! Das ist die beste Soße. Das schafft meine Mutter. Das ist für mich die beste Soße. Die Action. Gibt nichts Besseres als die. Die würde ich sogar, heiraten. Appellieren mit Taub. Knippen glaub, heißt Haare schneiden. Oh ja, einfach kippen. Für 13 knippen. Euro kippen. Geile Taschen, mal. Boah, geile Taschen. Wey. Sollen wir drauf reiten? Der Löwen, man. Das ist kein Löwes-Tiger, ne? Wie Marokko die Taschen. Well, aber die sehen gut aus, die sehen qualitativ aus. Hm? Wie in Marokko. Das bist du. Kleiner Ferko. Ui, mein Vater wird das alles für den Garten haben wollen. Das kommt mir vor wie in Marokko, diese ganzen Taschen. Oh. Sag mal. Lecker. Das sind gar nicht die, die ich immer meine. Ja, Leute, in Venlo kann man halt nicht viel machen. Aber zumindest vielleicht gucken ein paar Läden, um einen geilen Nike-Anzug kaufen. Aber irgendwie, Wunderleila, ich weiß nicht, gerade nicht so viel los hier. Oder was sagst du? Ja, hier ist schon bestimmt viel los, aber City ist halt klein, ne? Bestimmt gibt es irgendwas außerhalb, ja. Aber so krass kenne ich mich ja auch nicht hier aus.
Diesen Einkaufswagen. In Marokko kriegst du den auf jeden Fall voll für 5 Euro. Auf jeden Fall, Leute, wir probieren kurz hier eine Hose an. Hier. Ach cool, hier ist sogar eine Fensterbank für die Sachen. Auf locker hier eine Hose anprobieren. Größe M beides, 14 Euro, so hat so Joggers-Teil irgendwie. Und ja, probieren wir mal. So Leute, er hat sich mit Sonne anprobiert. Ich finde, er kann aber was richtig gut tragen, weil er diese Flamingo-Beine hat. Findest du, das sieht gut aus? Ja, diese langen, den von uns zur Seite, die langen, schlanken Beine halt. Was geht ab, Leute? Was sagt ihr zu dieser Hose in dieser Farbe? Die ist so geil. Hat was? Ja, wie gesagt, Leute, ihm steht sowas auf jeden Fall. Ich glaube, weil er die Beine dafür einfach hat. Kann man auch gut kombinieren mit anderen Schuhen, ne? Ja, wenn du da das einfach schränkt auf. Mit deinen Lacoste-Schuhen wird das auch richtig geil kommen. Sagst du nehmen? Ja, auf jeden Fall. 15 Euro, zwei Stück, 30 Euro mitnehmen? Ja, mein Gott, die kann man auch rausfahren. Farbe, was ist das für eine Farbe? Ja, so beige-grau. Ja, alles klar. Was ist das denn, Alter? Ja, du weißt, dass ich schon lange Cowboy-Stiefel haben wollte. Junge, was ist das für ein Walker? Ich liebe sowas, die hatte ich früher als Kind auch. Junge, damit habe ich damals krass Schläge bekommen und sowas. 50 Euro ist gar nichts dafür. Der Todesschuh, Alter. Und den goldenen finde ich auch schön. Aber ganz ehrlich, im Weiß sieht der auch geil aus, aber schwarz-weiß ist nochmal so ein Hingucker, Junge, weißt was du? Was ist das für Spitzschuhe? Boah. Leila, meine Mutter hätte die alle als Messer benutzt damals. Ja. Was sagst du? Ja, ja. Krieg ich damit später Schläge? Ja, einen Arschtritt kriegst du damit. Machen wir nochmal hoch, zeig mal. Oh geil, die hatte ich als Kind mal. Früher, was? In Pink. Früher, das war richtig Mode. Meine Mutter hatte die auch. Ist geil? Was gibt's denn hier Schönes? Also für mich natürlich ein Cappuccino, damit ich erstmal auf mein Leben klarkomme. Dieses Shoppen macht auf jeden Fall kaputt. Auf jeden Fall, Leute. Actually ein bisschen Apfeltasche, ein Kakao. Ist doch Kakao oder Kaffee? Cappuccino. Cappuccino, was geht ab, Leute, was geht ab? Wir sind gerade hier bei Backwerk. Locker ein bisschen chillen, gleich ab zu zwei Brüder von Fendler. Heute ging nicht so viel, deswegen habe ich auch nicht so viel aufgenommen. Unnötig jetzt, jeden Kleinkram hier aufzunehmen. So, ein bisschen was essen, Kschir, auf Kosten von Frau Spätschicht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hello, motherfuckers. Was geht ab? Was geht? Was ist denn? Kleine Pause, Leila Platt, ganz ab unterwegs. Ja, ich bin auch. Zeig mal bitte die 100 Tüten. Ich schwöre, wir haben so viele Tüten. Ich habe mir hier diese neue Tasche gekauft. In der Tüte sind, er hat sich zwei neue Hosen geholt. Ja. Schmeckt der Apfeltasche? Zeig mal. Oh, die sieht lecker aus. Lässt du mir was über? War ja klar. Und für mich ein Cappuccino, damit ich auf mein Leben klarkomme. Ja, wir machen eine kleine Pause, danach geht's ab zu zwei. Wir waren da hinten, gerade bei Primark. Jetzt gibt's hier auf jeden Fall eine kleine Pause. Und dann, ja, geht's weiter. Ab zu zwei Brüder von... ab zu zwei Brüder von... Hast du es aufgenommen? Verdammt. Ab zu zwei Brüder vom oder zwei Brüder von Marokko. Aber da so ein Frosch im Hals gehabt. Hey, anyway, ihr wisst doch, wie das ist, Leute. Oh, Leila, diese Toilettenpapier wird mitgenommen. Ich hoffe, alles ist schon mal so. Oh, der ist fresh, ja. Der ist fresh, Alter. Was da? Ja, geile Farbe. Frische Farbe, Alter. Gerade in so einem Nike-Shop, Alter, guck mal, was hier abgeht. Bisschen. Das
Auf jeden Fall, Leute, was soll ich euch sagen, Alter? Kamera-Akku leer gegangen, jetzt geht's weiter mit Handy. Ist doch egal, ist halt das Gleiche. Wir gehen jetzt, wohin gehen wir? Zu den zwei Brüdern von Onkels? Zwei Brüder von... Wir gehen jetzt da ein bisschen noch was einkaufen, ein paar Fanta-Dosen, ein bisschen Jaksch, ein bisschen das. Auf jeden Fall hier, Wetter ist auf jeden Fall ein bisschen gerade regnerisch. Oh, lele, ist egal. Ja, ja, das stört gar nicht. Wie gesagt, ich melde mich gleich von zwei Brüdern von Onkels. Na, guck dir das trotzdem noch ein bisschen an. Das ist geil, das muss ich mitnehmen. Was ist das? Magnet. Ach so, Und das ist von Fenlo. Aha. Coffee Shop, das will hat das die Madame ins Coffeeschöpfchen, hä? Das war so cool. Wie teuer war das? Das hat 2,50 Euro gekostet und das 3,50 Euro. Also 6 Euro? Ja, für beide. Subhanallah. Hier in zwei Brüder von Umal Azuzis. Akshir, wir betreten jetzt. Wo sind wir? Zwei Brüder von. Gehen jetzt ein bisschen shoppen, gucken, was jetzt hier abgeht. Anna. Ich nehme euch mit. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie es ist. Ich koste ein anderer zu leben. Boah, Leute, wer kennt diese Dinger hier? Wallah. Ich hoffe, meine Mutter. Ha. Damals kam die Sochat da im Zimmer eingesperrt, mit Schlüssel zu, damit Bruder nicht kommt. Wallahi lachata. 17.000 Sorten. Pombeer. Pombeer Ketchup war brutal. Aber original ist Chara. Ey, yo, ganze Sorgen. Bruder, das ist heftig, Allah. Was gibt's denn noch hier so Schönes? Ey, yo. Sweet Chili. Ey, yo. Willst du mich heiraten? Ja, ich hab doch schon ja gesagt. Jawohl, für 2,19 Euro habe ich dich gerippt. Ey Leute, kennt ihr noch diese Dinger hier? Ich hoffe, meine Mutter. Hier. Da waren immer so 20 Stück drin. Man durfte jeden Tag nur eins nehmen, sonst kam Mutter mit Stock. Wallah, die waren khatar. Gibt's in vielen Sorten. Wir machen einen kleinen Durchlauf. Wer kennt noch hier diese Gelee-Orange mit Bananen? Ey, yo. Ich weiß nicht, ob das Schwein ist oder nicht, ihr kennt doch. Alles Flüssige ist immer mit Schwein verbunden. Fisherman's Friends kennst du nur aus Werbung. Auch geile Ecke hier. Sollen wir das probieren? Schmeckt was? Das schmeckt ultra Cassis. Okay. Jeder zwei Dosen. Sollen wir was zu Hause mitnehmen? Klar. Natürlich. Boah, 2 für 15. Crazy. Ach, die haben ja keinen Pfand. Auf jeden Fall, Leute, wir hauen jetzt ab. Wir waren schön einkaufen bei zwei Brüdern von Fenlo. Wir werden jetzt... Deine Tüte. Hä? Deine Tüte. Ja, sofort. Auf jeden Fall, Leute, wir hauen jetzt ab. Ab nach Köln zurück. Erkschir. Zwei Brüder von Fenlo, Tüte voll gemacht. Aber nur so mit Kleinkram, jetzt nichts Großartiges. Braucht man halt nicht, kennt ihr doch. Yuppie-Soße, ein paar Süßigkeiten links, rechts, oben und nackt, so. Der Vlog endet jetzt. Wenn euch der Vlog gefallen hat, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, wo wir als nächstes hinfahren sollen. Ich bin noch neu, was Vlog angeht, deswegen entschuldigt mich die einigen Fehler. Aber in dem Sinne, haut rein, meine Brüder und Schwester. Jobcenter.